Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen OMSI-Folge hier auf diesem Kanal. Ja, heute ist ein neues Add-on erschienen für unseren OMSI-Simulator und zwar handelt es sich hierbei um, ja, das Wuppertal-Add-on, das Mini-Add-on. Und zwar mit der Linie 639, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht. Ich schaue da ganz kurz mal nach. Genau, nach Hindenburgstraße, Junkerweg. Ist ein Mini-Add-on von Kevin Nitschmann. Kostet 4,99 Euro, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ja, mit dazu, wie gesagt, halt ihr diese Linie. Ob ihr jetzt dazu das Wuppertal-Add-on braucht, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so 100% sicher. Ich glaube, meiner Meinung nach, aber nicht. Ja, also wenn ihr das Add-on hier kaufen möchtet, es beinhaltet insgesamt eine Buslinie, die wir hier fahren können, halt die Linie 639. Und die wollen wir uns heute jetzt hier mal in der Folge hier anschauen. Deswegen ziehe ich das jetzt einfach mal dazwischen noch mit rein, weil es ist ja mittlerweile, kommen nicht mehr allzu viele neue Strecken. Und deswegen bin ich schon immer mal ein bisschen gespannt, wie sich das Ganze hier fährt. So, ja, gut, ich würde sagen, wir rüsten hier auf, Fahrplan ist ausgewählt und schauen uns das Ganze, wie gesagt, dementsprechend einfach mal an. Das ist der ja, Wuppertaler Stadtbus LE und ja, mehr gibt es hier an der ersten Stelle erstmal soweit nichts zu sagen. So, bitte Auslösetaste drücken, machen wir Verkaufnummer, machen wir 1805, so. Und PIN ist 969100. So, jetzt sind wir hier, ist der Fahrplan dementsprechend schon ausgewählt. Ne? Also Hindenburg, Junkerweg, Boltenberg am Totenberg zur Waldesruh an der Waldau und. Ende ist dann hier Hindenburg. Das Ganze dauert ja 16 Minuten, wie wir das hier gerade sehen. Und dann geht es dann wieder praktisch zurück. Mehr Linie gibt es hier halt nicht auf der ganzen Linie. Ist natürlich schon ein bisschen sehr schade. So, 639. 01. Haut das hin. Ziel nicht Boltenberg, sondern ist Hindenburg. Das brauchen wir. Ziel Hindenburgstraße. Jawohl. So, haben wir das Ganze dementsprechend jetzt ja auch schon geschildert hier, 639, also auch das funktioniert hier. So, gut, ja, dann. Ich hoffe, Ton ist da soweit. Ich mache den mal noch ein bisschen lauter, so, damit ihr natürlich auch mal ein bisschen was hören könnt hier. Hoffe, dass das jetzt ganz nicht allzu laut ist, aber sollte eigentlich passen. So, na denn, Leute, na denn, 4,90 €. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie gesagt, dementsprechend, ja, bin ich mal auf eure Reaktion gespannt. Ich kann mir jetzt schon so den einen oder anderen Kommentar eventuell schon vorstellen. Tatsächlich. Wir werden das Ganze mal hier und die Haltestelle haben wir dann gleich. Jetzt stimmt, wenn es zu weit weg war. Also die Kurve würde ich schon mal sagen, die haben wir genommen wie ein Meister. Gar nicht. So, haben wir noch ein bisschen Zeit, von daher. So. Jetzt soll es aber passen. Nö. Das ist jetzt natürlich, jetzt ist der Einstiegspunkt richtig, richtig traumhaft. Oh, genau. So, würdet ihr jetzt mal einsteigen hier? Dankeschön. Ist ja jetzt, ja, sorry, aber das war jetzt, wenn die Kurve schon falsch nimmst, also bist du hier schon ein bisschen aufgeschmissen. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Natürlich, Wuppertal ist jetzt bei dem einen oder anderen eventuell gar nicht so gut angekommen. Wir spielen das Ganze hier mit der Sweet FX Mod. Nochmal das als kleine Randinfo, um das Ganze halt ein bisschen detailgetreuer halt und damit es halt einfach mal ein bisschen besser aussieht. Ja, genau. Wir haben
Abfahrt in 10 Minuten. Wir spulen die Zeit jetzt einfach mal vor. Machen das Ganze jetzt auf 29. Und hin, legen wir mal los hier. Also ich muss dazu sagen, ich fand jetzt das Wuppertal dann jetzt gar nicht so schlimm. Also ja klar, also wenn man sich jetzt halt wirklich nur auf die Schwebebahn jetzt da bezieht, ja, dann ist natürlich schon ein bisschen, ja, also Schwebebahn war jetzt für mich jetzt kein Highlight. Zumal du ja halt schon an sich ja schon Straßenbahn fahren konntest in Omsi, war das jetzt natürlich nicht so spektakulär. Es ist aber mal nett, auf jeden Fall. So, jetzt können wir eigentlich hier fahren. Da steht schon mal Achtung. Am Tottenberg. Ja, das geht hier schon auf jeden Fall gut hier. So. Oh, wirklich. Steigen nicht ein. Schon sehr, sehr eng hier. Kommen jetzt allerdings jetzt nicht aus Wuppertal. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Linie tatsächlich existiert. Zur Waldesruh. Also wenn sich da jemand auskennt, der kann ja gerne mal dazu was posten. Kommentare. Was? Was hat die gerade gesagt? Ich habe nichts verstanden. Nichts verstanden. An der Waldau. So. Ja, komm rein. Zitter nicht so. Meine Güte. Team. Fand über dein Haupt, wirklich. So. Ja, es wurde ja vor ein paar Tagen ja angekündigt, das Ganze. Da waren schon dann die ersten Einträge in Facebook. Wir hatten darüber auch schon in unseren News berichtet, dass da jetzt wohl die Tage jetzt irgendwas kommt. Ja, und siehe da, spontan auf dem Freitag, den ist es erschienen, natürlich gleich gekauft. Es wird eigentlich jedes DLC wird gekauft hier in Omsi. Ich bin schon ein sehr, sehr großer Fan von bin. So, ich gehe davon aus, da endet die Straße. Das war jetzt ein bisschen knapp tatsächlich. Da meckern sie nicht, weißt du, wenn ich da so ausweichen muss. Ich darf aber von vorne auch kein Fahrzeug kommen, ey. Das ist verloren. Das werden wir aber nochmal. Blödinghausstraße. Wenn es jetzt wirklich nur so eine Kleinstraßen sind, dann bin ich ja jetzt schon ein ganz großer Freund von. Ich meine, ist ja nett, ja. Also so nur kleine Straßen ist ja ein bisschen anstrengend tatsächlich. Um mal ehrlich zu sein und das sagen zu dürfen, sie fahren echt scheiße. Du musst ja nicht mitfahren, ne? Ich stehe halt die ganze Zeit auf der Bremse, ne? Das ist dann.
fährt denn so bergab? Warum soll ich da Gas geben? Na, lass ich doch mal ausrollen, den armen Bus. Also ich weiß, dass es ja da bergig ist, da, aber das ist schon ein bisschen heftig hier. Sonnborner Ufer. Oh Gott, genau. Wird schon nichts kommen, hoffentlich. Da wird hoffentlich schon nichts kommen. Ja, also wie gesagt, 20 Minuten so in der Regel dauert die ganze Fahrt. Es ist natürlich denn diese typischen Updates hier immer so kommen, ne, wenn irgendwelche Events sind. Also da ist er ja nun relativ fix dabei. Das sieht man ja auch im Wuppertal oder sowas. Ne, falls da mal irgendwelche Feste sind oder sowas, dann versucht er das dann dementsprechend dann hier auch noch in Omsi praktisch noch umzusetzen. So wie ich jetzt auch gehört habe, ist das jetzt wohl nicht das Einzige wahrscheinlich, was jetzt so im Mini-DLC-Format kommt. Da ist jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr geplant. Ich bin mal gespannt halt. Also an sich, wie gesagt, habe ich persönlich jetzt nichts dagegen. Ja, also wie gesagt, das sind jetzt nur 5 Euro. Das ist, man hätte auch deutlich mehr verlangen können für, siehe Hamburg. Oh, macht er das wirklich? Nein, natürlich ist Hamburg natürlich schon ein ganz anderes Kaliber, weil das halt schon echte Objekte, reale Objekte sind. Also Bremen an sich ist ja nun schon vollständig halt schon so modelliert, dass es halt wirklich der Realität sehr, sehr nah ist. In Wuppertal und so, ne, sind halt trotzdem weiterhin viele, viele Objekte von anderen Entwicklern, ne, so seitens jetzt zum Beispiel jetzt zu Spandau und alles sowas. Also das ist ja kein Geheimnis, ne, das sollte auch mittlerweile schon fast jedem klar sein. Aber so an sich habe ich eigentlich so an dem Ganzen eigentlich nichts auszusetzen. Ne, also das ist jetzt meine Meinung. Da kann man sich jetzt wahrscheinlich wieder drüber streiten, wenn man möchte. Kornstraße. Meine Wuppertal kam auch mit 2 Linien, ne? Gab ja die Schwebebahn und diese beiden Buslinien. Einmal eine relativ kurze oder 2 relativ kurze und eine lange, so eine Stunde Fahrzeit oder sowas. Sonnborn. Ich muss geradeaus weiter. Stadion. Entschuldigung. Ja, hier, ne? Magnetbahn. Schwebebahn, Entschuldigung. Nicht Magnet, Schwebe. Ich meine, man hätte es natürlich jetzt auch einfach ins Wuppertal Addon einfach mit dazugeben können. Wahrscheinlich hätte man machen können. Weiß ja, in dem Sinne ist es praktisch DLC zum DLC, aber ich glaube, wie gesagt, sie ist komplett eigenständig. Also ihr braucht meiner Meinung nach nicht das Wuppertal-Addon dazu. So, Stadion. Und relativ viele Umläufe hat es noch. Oh, zum Haupteingang. Lädt jetzt hier gerade. Ich hoffe, dass wir jetzt eine Umsicht sind. Hier abstürzt. Das wäre jetzt natürlich noch ein Träumchen.
ich mag diesen C2 einfach nicht. Also der beste C2 ist immer noch aus der Hamburg-Stadtbus-Familie. Also es gibt keinen besseren C2. Ich konnte mich damals schon mit Metropole Ruhr... Metropole Ruhr. War es Metropole Ruhr das erste? Konnte ich mich schon nicht anfreunden mit. Nee, das war nicht Metropole Ruhr. Metropole Ruhr hatte doch den Solaris, ne? In Gladbeck, glaube ich, war das gewesen. Genau. Gladbeck, und den fand ich auch schon furchtbar. Solaris war okay. Oh Gott, fahr doch. Schön, wenn du Gaspedal voll durchgetreten hast und die Drehzahlmesser geht einfach runter. Das ist ein Traum. Ich mach doch gar nichts, Alter. Ich fahre doch nur. Das ist ein absoluter Traum hier. Das ist ein absoluter Traum. Was er hier bei mir macht, er lädt relativ oft nochmal die Kachel nach. Also für mich eigentlich meistens immer ein Zeichen, dass irgendwo was nicht stimmt. Dass mich da... Das hatte ich bei der Karte von Dresden auch. Da, jetzt schon wieder. Ihr seht das nicht. Das ist dann halt immer, wenn er diese AI-List da mal lädt. Wie gesagt, das hatte ich in Dresden auch gehabt und da war tatsächlich auch ein Fehler vorhanden. Den habe ich aber rausbekommen und dann kam das einfach nicht mehr. Wahrscheinlich wie auch hier irgendeine AI-List-Fehler, so, weil das sind ja halt die alten Autos, ne? Die alten Spandau-Fahrzeuge. Übergang zur S-Bahn. So, den Blinker gleich lassen können. So, was wartest du hier? Das ist Vorfahrt. Warum laufen die hier einfach über die Straße rüber? Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Ey, was ist denn das hier? Das kommt jetzt schon echt oft jetzt. Das Nachladedingsbums da. Doch noch ein Fehler vorhanden. Ich meine, das ist das einzige Positive, was ich an Payvers ja immer so liebe. Ich erwarte halt immer, dass es wirklich reibungslos läuft. Ich muss nichts mehr installieren oder über so Fehler und Bugs wird dann halt selbst gepatcht und alles was. Deswegen bin ich eigentlich ein sehr, sehr großer Freund von Payware-Addons. Und nicht so der Riesenfan von diesen ganzen Modkarten, auch wenn sie kostenlos sind. Aber dieses ganze Zeugs da zusammensuchen oder sowas, da das alles so manuell installieren und dann musst du hier wieder auf der Website und dann findest du da ein Objekt wieder nicht, weil wieder die Seite offline ist oder das. Boah. Und deswegen bin ich eigentlich ein Freund vom Payware-Addons. Aber dann erwarte ich halber auch, dass die funktionieren. Hindenburgstraße. Oh, bin ich jetzt hier richtig? Ach, sieht so aus. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das hier realistisch ist. Alter Falter. Das ist ja eine Zumutung. Für jeden Busfahrer. Ich erwarte aber auch, dass der denn ordentlich Knete bekommt, ey.
Wahnsinn, das ist ja... Ganz runterrollen, das ist schön. Also es ist halt vom Weiten, wir sind ja, wo ich ja letztes Jahr mit dem Eis nach zu Gamescom gefahren sind, mussten wir ja kurz mal einen Abstecher irgendwo hin machen, sind an Wuppertal vorbeigefahren. Es ist halt wirklich mega bergig da, ja, also es ist Wahnsinn. Aber das sind ja hier, das ist ja hier schon eine riesen Zumutung. Mit dem Fahrrad brauchst du hier gar nicht langfahren. Jetzt kommen die schon fast eigentlich alle 10 Sekunden. Das ist ein bisschen schade tatsächlich. Ja, an sich, wie gesagt, auf jeden Fall eine interessante Linienführung. Also das ist hier mehr als bergig. Also, es kann natürlich nicht mit dem Römerberg mithalten, aber es ist trotzdem, es sind enge Passagen, sehr enge Passagen. Hier kannst du nicht mehr durchbrettern oder sowas. Heimatplan. Weil wir sehen ja, oder ihr seht ja jetzt auch, wir sind kurz vorm Ziel. Also die Linie ist halt wirklich nicht lang. Es gibt auch nur 3 Einstiegspunkte. Und ihr ladet die Karte praktisch jetzt nicht mit der normalen Wuppertal-Karte, sondern ihr habt nochmal eine richtig eigene. Da steht dann Linie 639 Mini-DLC oder sowas müsst ihr dann laden. Sure. Genau. Ja, am besten vielleicht noch mit dem AGG hier langfahren. Traumhaft. Das könnte man als schönes Challenge hier machen. Ja. Wer die meisten Unfälle hat. Und wer die wenigsten hat, der hat natürlich gewonnen. Das könnte mal ganz witzig werden. Und 5 Euro, muss ich ganz ehrlich sagen, geht in Ordnung. Also an sich, wie gesagt, wenn man jetzt dieses komische Nachladen irgendwie rausbekommt, ja, dass er da jetzt halt mir permanent da immer irgendwas da nachlädt oder sowas, ist schon ein bisschen nervig, jetzt schon wieder. Ich kann auch nicht lesen, was es ist. Das Fenster geht auf und schließt sich dann halt sofort wieder. Aber so an sich ist er eigentlich schon doch ganz nett. Wie gesagt, auf jeden Fall mal was anderes und ein bisschen Abwechslung hier in Wuppertal. Oh, come on, ich hasse diesen Bus so. Es ist Wahnsinn. Also nicht jetzt allgemein C2s. Ich bin kein Fan von. Aber jetzt habe ich wahrscheinlich schon die meisten Schaben jetzt abgeschaltet, weil ich gesagt habe. Dass ich eine Solaris-Hure bin, das sollte jetzt aber auch schon mittlerweile bekannt sein. Ich und mein Solaris, wir sind Friends Forever. Und da kann kein C2 dem das Wasser rechnen. Wie gesagt, der einzige, der halt wirklich Spaß macht zu fahren mit dem C2, das ist der aus der Hamburger Stadtbus-Paket, aber sonst eigentlich kein anderer. Ich meine, das ist ja nicht der einzige, wo der C2 ja mittlerweile existiert. Es gibt ja davon 20.000 verschiedene Ausführungen. Und jeder hat einen C2. Aber wie gesagt, der Beste hat in meinen Augen den Hamburger Stadtbus. Ja, so an sich, wie gesagt, könnt ihr ja gerne mal eure Meinung mal in die Kommentare posten, was ihr jetzt von diesem Mini-DLC haltet hier auf der Linie 639. Dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. Ist es was für euch? Würdet ihr euch das kaufen wollen? Oder sagt ihr so, nee. Wie gesagt, ich bin mega, mega gespannt auf eure Kommentare, was da so losgeht. Ich an sich muss sagen, ich bin doch, es ist okay für 5 Euro. Also da hat er auf jeden Fall, was mit der Summe war genau richtig gewesen. Da hätte man jetzt auch wahrscheinlich nicht wirklich mehr für rausholen können. Dass man so ein bisschen Arbeit belohnt, muss ich sagen, sehe ich ein. Also da bin ich jetzt auch einer der wenigen, der da vielleicht jetzt sagt, so, nein, um Gottes Willen, ja, ich gebe dafür keinen Euro aus oder sowas. Ich zahle gern für gute Arbeit.
Und wie gesagt, wir reden hier von 5 Euro. Wie gesagt, das kann man dann natürlich woanders hinstecken, das Geld. Aber so an sich, ja, habe ich persönlich jetzt hier nichts zu beanstanden. Wie gesagt, also dass diese komischen Ladefehler da drin sind, weiß ich nicht. Vielleicht da muss da nochmal so ein kleiner Patch nach. Ja, und ja, sonst würde ich sagen, belassen wir es hierbei auf der Linie 639. Wie gesagt, Kommentare sind sehr gerne gewünscht hier von euch. Und ja, schauen wir mal, was so die Kommentare so losgehen, wenn wir uns das Ganze hier auch nochmal nachts anschauen und mal gucken, wie es hier so bei Dunkelheit aussieht. Und ja, hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Like da, freue ich mich drüber. Und sonst sehen wir uns zum nächsten Part OMSI hier auf ÖPNV-Simulation wieder. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten. Tschüss!